Dalibor Marković. Ja, gute, danke. Dieser Text ist ein wenig themenbezogener, würde ich mal sagen. Er hat auch einen etwas längeren Titel, also bitte nicht verwirren lassen. Ja? Er heißt, wenn man jeden Tag über das Schütteln der Speere liest, ist die Suche nach Hoffnung ein Blindenstock, den man ins Dunkel der kopfschüttelnden Leere spießt. Also das war der Titel. Ja. Romeo schritt allein auf seinen Wegen, Julia ebenso, jedoch beide ohne Freud, bis darauf die Linie von ihrem Leben sich plötzlich mit der von seinem Leben kreuzt. Mit einer Heftigkeit und ohne Vorwarnung, als hätte dieses riesengroße Universum sich ein Reim gemacht mit den beiden als Vers und schon hielten sie sich fest in inniger Umarmung. Die Familien der beiden waren heillos verfeindet, trieben sie zur Täuschung, die leider entscheidend das tragische Aus ihrer großen Liebe war. Sie starben am Ende und wurden nie ein Paar. Und jetzt mal ehrlich, hat es jemand gemerkt? Ansonsten erkläre ich es. Denn das jeweilige Unterthema ihrer Liebe wurde mit dem dazu passenden Reimschema beschrieben. Erst kreuzten sich mit dem Kreuzreim ihre Wege, dann umarmten sie sich mit umarmendem Reim und später, das wird jetzt auch dem Letzten hier klar sein, verwendete ich im logischen Schluss den Paarreim. Aber es ist ein bisschen so, als hätte ich die Pointe von einem Witz erklärt, den keiner kapiert, der meiner Meinung nach humormäßig, aber komplett eskaliert. Also hat auch niemand mitbekommen, dass der Titel ein Schüttelreim ist, bei dem zugegeben ein bisschen heimlich der Autor des Dramas, Shakespeare, mit dem Schütteln der Speere angedeutet wird. Egal. Noch weiß niemand, dass sich die Liebenden bald töten mit eigener Mordeshand und schon beginne ich mit eifrigem Forschungsdrang Parallelen zu ziehen zum heutigen Heimatort und Land. Denn wieder gibt es Fäden, die keiner verantworten kann, geheime Pläne für scheinbare Ordnung. Mann, dass daraufhin mein ganzer leiblicher Korpus krampft, denn es beginnt immer mit eisigen Forderungen. Dann werden die Rufe unterlegt mit pfeifendem Orgeldampf. Boah! Dann zieht sich dein und mein Sorgenkranz zusammen aus Alltag und kalter Gesellschaft, die Gewalt in der Weltschaft, die geballte Zerstörkraft von Wörtern, die hört man nun öfter, auch öffentlich und hoffentlich wird's offensichtlich nicht optimistisch und opportunistisch und ob du dich das dann auch noch traust zu herausposaunen, wenn deine Nachbarn den gleichen Dachschaden irgendwann haben und dann fragen wird, uns getötet, gewiet, getötet, konz, getötet, gesot, getötet, geweiht, getötet, kommens, getötet, gehört, getötet, 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 kniet, getötet, gemannt, getötet, gediet, getötet, gesirrt, getötet, getrommeln. Und jetzt mal ehrlich, hat's jemand gemerkt? Ansonsten erkläre ich's. Denn das jeweilige Abnehmen des Friedens wurde mit dem dazu passenden Reimschema beschrieben. Eine Mischung aus Binnen- und Haufenreimen, denn wir stehen binnen weniger Generationen wieder vor einem Haufen Scheiße. Und vielleicht können wir weitermachen wie immer mit Fragen wie, mache ich heute einen Lesetag oder spiele ich Lasertag? Befasse ich mich mit süßen Themen oder ärgere mich übers Süßthema? Lasse ich mich nächsten Monat weiterbilden zu einem Supervisor? Oder meditiere ich und werde einfach superweise? Höre ich heute Sinfonien oder Nachrichten und erforsche den Sinn von ihnen? Aber am Ende soll keiner feststellen, leicht klagend, es war egal, was ich wähle, weil alle Optionen sowieso gleich klangen. So möchte ich schließen. Auch mit Hinblick auf Kriege, Trubel oder drohende Not, hoffe ich aufrichtig, unsere Geschichte endet nicht so wie die Liebe von Julia und Romeo. Und jetzt mal ehrlich,
Hat jemand gemerkt? Ansonsten erkläre ich es. Dieser Text ist jetzt fertig. Thank you.